Klima-Daten öffentlich bleiben. In der Übersetzerkabine sind Pink Dispatcher und Bert und Toast. Und jetzt wir begrüßen als Sprecherin hier DC Walk von der EDGI. Ja, und das ist die Dateninitiative, dass Daten frei bleiben und öffentlich bleiben. Und bitte einen herzlichen Applaus für die Sprecherin. Hallo? Ist es hier an? Ah, ja, okay. Gut. Ich hoffe, dass ihr euren Kongress so genießt. Dieser Talk wird darüber handeln, wie man Climate Data public hält und über die Wichtigkeit, dass sie erreichbar ist. Im Speziellen im letzten Jahr haben viele von euch Aufmerksamkeit den USA und den dortigen Entwicklungen geschenkt. So, zuerst möchte ich eine kurze Einführung machen, worüber ich hier heute rede. Und wie wir den Zugang zu Klimadaten neu denken können. Das ist Arbeit, die ich nicht alleine mache. Ich spreche mit vielen Menschen und vielen Organisationen und viele Menschen haben daran mitgearbeitet. Ich hab das Gefühl, dass Klimawissenschaft und Klimadatensammlung eine sehr kollaborative Aufgabe ist. Ich bin sehr froh, nach dem vorhergehenden Talk zu halten und ja. Okay. Great. So, first, I'm not an expert. So, als erstes, ich bin kein Experte. Klimawissenschaften ist nicht mein Hintergrund. Ich bin ein PhD-Student und ich beschäftige mich damit, wie Data Justice kann erreicht werden. Es geht dabei um die selbstgemachte Wissenschaft, Projekten und ich dachte in letzter Zeit viel über Klimadaten nach. Ich bin im Hackerspace Toronto. So, what's EDGY? EDGY ist eine Organisation von Non-Profit-Groups und interessierten Leuten, wo es um die Environment-Daten geht, Umweltschutzdaten. Und vor allem nach der letzten Präsidentenwahl haben wir Sachen dokumentiert und Änderungen an Umweltschutzdaten, die in den USA passieren. Und ich habe versucht, auch einen Teil der Leute hier mit auf diese Folie zu tun, die mit EDGY zusammenarbeiten, aber der Platz war eigentlich nicht genug. Und am Anfang will ich einfach mal die Dateninfrastruktur auspacken hier und zeigen, Klimawissenschaft arbeiten zusammen und es gibt ganz viele Talks hier, wie Daten dazugehören, dass man weiß, wie sich das Klima verändert und wir brauchen Satelliten und eigene Satelliten, Bodenstationen schaut euch diese Beispiele da an, aber ich möchte erstmal betonen, dass es eine koordinierte globale Sache ist und eine globale Wissensinfrastruktur, die globale Daten erzeugen. In den USA, auf der Bundesebene, gibt es einige Organisationen, die diese Daten erzeugen und veröffentlichen, NASA, DOI und noch mehr. Und außerdem gibt es Forschungseinrichtungen wie die Columbia University oder das Zentrum für internationale Erdwissenschaft. Und durch diese Zusammenarbeit gibt es nicht einen einzelnen öffentlichen Zugriff, sondern die Veröffentlichung ist öffentlich. Es gibt Portale und Regierungsdateninitiativen und was Daten, die von der US-Regierung
gemacht werden, sind öffentlich und das ist ganz wichtig, dass man das in Zusammenhang stellt. Vor allem die Beobachtungen und die Daten selbst sind Datensammlungen und wir wollen es einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und zu der ich auch selbst gehöre, außerhalb von denen, die Domainwissen haben. Und ich will eine kurze Pause machen hier und das mal ein bisschen auseinandernehmen, was Klima- und Umweltdaten sind. Und ich habe die beide benutzt, aber es gibt Unterschiede dazwischen, wie verschiedene Gemeinschaften das benutzen. In vielen Fällen, wenn sie Klima sagen, dann meinen sie Atmosphäre, Wasser und Wetter. Und Umweltdaten, wenn sie das sagen, meinen sie oft ausdrücklich Luft- und Wasserqualität und Luftverschmutzung und ähnliche Sachen. Also beide sind ganz wichtig für unser Zusammenleben mit der Umwelt, aber sie sind auf verschiedenen Skalen, auf verschiedenen Größen. Und ich will die nicht gegeneinander ausspielen. Also der Zugriff auf Klimadaten ist, da gibt es bereits vor dem letzten Jahr gab es Schwierigkeiten damit. Und viele bestreiten dass die globale Erwärmung und die Daten werden zum Teil auch verändert von Lobbygroups. Und es gibt diese Hockeyschläger-Kontroverse, wo man die deutsche Erwärmung sieht, die aussieht wie ein Hockeyschläger. Und das ist veröffentlicht worden. Und in späteren Jahren gab es Ergebnisse und die Ergebnisse wurden immer wieder wiederholt. Aber zu der Zeit war das neu und sehr überzeugend. Aber dann wurden sie angezweifelt. Und wir wurden auch online angegriffen und verklagt vor Gericht. Und die Verfahren dauerten mehrere Jahre. Und es gibt noch mehr Beispiele, aber ich musste hier überspringen, weil keine Zeit ist. Aber ich rede nur von den wichtigsten und sichersten. Und das Climate Gate 2017. Und vor 2017 gab es diese Form, diese öffentliche Debatte war das größte Problem und Wissenschaftler oder Resultate anzuzweifeln. Und ich will nur noch einmal sagen, es gibt die Wissenschaft wird angegriffen und es gibt hier drin ist eine Geschichte der Klimadaten in diesem Buch und in den Veröffentlichungen. Und es werden wichtige Fragen gestellt über den Zugriff auf Klimadaten und was Klimaskeptiker gesagt haben und die haben gesagt, dass sie die rohen Daten wollen und das ist ja auch verfügbar. Und es gab ein Audit der Messstation für Oberflächentemperaturen und es ist wichtig für Wissenschaftler, dass man den Kontext braucht, um die Daten zu interpretieren und wir müssen das noch besser verstehen und wir haben ganz komplexe Daten. So, jetzt unser aktueller Moment. Am 9. November 2016 wurde Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Und viele Menschen sagten, wir müssen darauf vorbereitet sein. Wissenschaftler und Umweltwissenschaftler nahmen die Kampagne als Hinweis darauf, dass es ein Risiko geben wird für ihr Feld. Aber das war nicht dasselbe. Es war nicht dieselbe Gefahr. Die Frage ist, wie gewährleistet man den Zugang zu den Klimadaten und garantiert weiterhin, dass Institutionen dazu Zugang haben? Wie kann man Diese Leute waren in einer Position, dass sie sich einsetzen für die Bewahrung von Daten, auch wenn sie nicht perfekt sind. Aber vielleicht haben wir noch was anderes. Und in Kanada, Kanadier haben ein eigenes Erlebnis, eine eigene Mobilisierung unter ihrem vorhergehenden Premierminister. Und ich glaube, dies macht auch deutlich, dass es eine neue Bedrohung gibt für die Klima- und Umweltdaten. Und er hat sehr schnell eine Agenda implementiert, die Umweltbudgets unterminiert und eine arktische Forschungsstation
und zumachen und Bibliotheken schließen und die Geschwindigkeit und der unmittelbare Impact war, damit haben viele nicht gerechnet. Und ja, tu was. Für Edgy-Mitglieder von unserer Organisation geht es vor allem darum, die Umweltdaten zu bewahren durch Grassroot-Efforts und beobachten, wie sich die Bundeswebseiten ändern, die offiziellen Regierungsseiten und wie es um akademische Forschung bestellt ist. Zwischen Dezember 2017 und Juni 2017, Organisatoren haben 6 Data Rescue Events organisiert über die USA und Kanada. Unter dem Schirm der Data Rescue Initiative. Es ging darum, erstmal wichtigste Datensätze zu identifizieren und bereits existierende Datenbanken und neue zu schaffen. Es ging auch darum, Links, Verbindungen zu ziehen zwischen Datasets, die noch nicht geschaffen worden sind. Wie auch immer, es ist nicht möglich, jetzt in die ganzen Details einzugehen, dafür bin ich nicht die beste Person. Crawler Software ist nicht in der Lage, alle Links zu finden, möglicherweise auch wegen unterliegender Webdesign. Dazu kam, dass mehr als 2000 Datensets identifiziert worden sind als Kandidaten für Custom, also für besondere Aufbewahrung. Viele hundert davon wurde besonders bearbeitet und mit Open Source Toolkits zur Verfügung gestellt. Ich möchte jetzt nicht in ein Narrativ fallen, in dem wir die Underdogs sind und gegen die Großen kämpfen. In vielen Fällen sind wir diejenigen, die die Expertise haben in Bezug auf Archivierung und von Daten und wie wir hatten viele Probleme mit der Archivierung, die auch andere Gruppen hatten und wir haben hier viele Gruppen, die uns unterstützen und viele davon haben schon in diesem Bereich gearbeitet für eine lange Zeit und Project Asimov und Archive Team und die gab es schon ganz lange vorher und es gab auch andere Teams, die daran arbeiten, Daten zu schützen und zu bewahren. Und es gibt viel zu viele, ich kann die nicht alle sagen, aber ich will noch einige Sachen sagen, die interessant sind. Zum Ersten gab es das Internet Archive. The Internet Archive ist einfach einzigartig, um archiviert Daten, Webseiten zum End of Term. Und weil es den zusätzlichen Fokus gab, gibt es Websites, die sonst vielleicht ausgelassen worden wären, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und es gibt einen wichtigen Snapshot, wie die Daten auf den Websites präsentiert waren zum Ende der vorherigen Regierung. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, durch diese Webseiten zu browsen und in dem Kontext, in dem sie ursprünglich standen. Das heißt, stellt sich die Frage, was denken wir davon und wie denken wir über den Zugriff? Und das nächste ist Code for Science. Und wir haben jetzt 8 Gigabyte Metadaten, um nur einen einzigen Katalog von Forschungsdaten zu machen. Und data.gov hat einen Katalog, aber nicht alle Daten, die da sein könnten, sind auch da. Und es gibt einen vollständigen Überblick darüber, wie viele Daten es gibt und wie viel gespeichert wurde. Und das ist schwierig herzustellen. Und am Schluss noch, es gibt eine Partnerschaft zwischen im Speziellen für Klimadata. Es gibt verschiedene Verständnisse von Risiken, die von Data Practitioner Sicht aus existieren. Sie nennen das langfristige Arten von Risiken
Und diese liegen daran an technischen Gründen wie alte Hardware, alte Technologien, alte Formate. Und darüber hinaus fehlende Mittel, fehlende Ressourcen. Das ist jetzt irgendwie ein seltsamer Übergang. Es wurden einige Datensets runtergenommen, nicht allen war dabei das Ziel, sie aus der öffentlichen Erreichbarkeit zu nehmen. Aber beispielsweise wurde von der EPA bezüglich toxischer Elemente weggenommen und auch der Clear Climate Plan von Obama wurde entfernt. Der Hauptplan bestand darin, das Funding von vielen Agencies zu beschneiden und es gab einen Shift im Bezug darauf, wie die Daten gezeigt worden sind auf Webseiten. Der Zugriff auf die EPA-Daten hat sich auch geändert auf den offiziellen Regierungswebseiten und wir dokumentieren das bei AGI hier. Und seit dem Januar hat unser Website-Monitoring-Team mindestens 25 Reports gemacht, wie die Umweltdaten und Klimadaten dargestellt werden auf der Webseite. Ja, was kommt als nächstes? Die größte Möglichkeit ist öffentliche Diskussion über den fortwährenden Zugang zu diesen Daten. Und es gibt Forscher und die haben auch und wir können öffentliche Diskussionen mobilisieren und über die und es wird noch mehr öffentliche Diskussionen da geben nach den Entscheidungen um die Netzneutralität. Und wir haben mit Protocol Labs zusammengearbeitet und es gibt ein Interplanetary File System und eine Firma, die solche Datenforschungstools macht und arbeiten zusammen in einem Projekt Data Together. Und wir arbeiten an einer viel besseren Datenstruktur und wir müssten wir sollten die Konversationen haben draußen in der Öffentlichkeit, sodass jeder dabei teilnehmen kann. Und ich habe viel mehr Fragen als Antworten. Deshalb ist es wohl besser, eine Konversation zu führen und dass ihr hier mit teilnimmt. Jetzt, um etwas vorzuschlagen, ich denke, dass Hacker, Free Software, Menschen festgestellt haben, dass Daten nicht neutral sind und mit einem Bias kommen können und damit auch genutzt werden können. Diese Feststellung sollte gekoppelt werden mit der Entscheidung von Klimawissenschaftlern und Aktivisten, dass die Klimadaten nicht neutral sind und dass vitale Daten davon kritisch sind, um uns zu navigieren durch dieses Thema. Möglicherweise eine kurze Conclusion. Vielen Dank an die vielen Menschen. Es sind Menschen mit vielerlei Background. Und bitte guckt auf unsere Webseiten und subscribt auf unseren Mailinglist, sodass wir in Kontakt kommen und Konversationen über das Thema führen. Vielen Dank. Yeah. A big, big thanks, because this is an important work. We like fact-based information, we have to achieve this. So let's now come. Ja, wir müssen eine faktbasierte Information haben und jetzt ist noch Zeit für ein paar Fragen und Antworten. Und es gibt erstmal eine Frage. Hier gibt es Fragen. Da kommt jemand. Am Mikrofon 1, bitte. Hallo. Man hört oft, dass die Datensätze fragmentiert sind oder nicht einfach zu erreichbar sind. Und das ist mit Sicherheit Sachen, über die du gestolpert bist. Und du siehst du eine Möglichkeit, das zu verbessern in deiner Arbeit? Also auf jeden Fall haben wir da eine Grundlage geschaffen.
Möglicherweise sollten wir anderen Menschen anbieten, dass nicht das, mit dem wir bekannt waren, und ihnen Wege zeigen, dass sie nicht wieder die Fehler machen, die wir bereits getan haben. Und in Bezug auf das, was wir schon gefunden haben, ich möchte herausheben, dass es Prozesse gibt, die das Problem der Fragmentation schon adressieren. Und dass es in verschiedenen Ländern auch Open Data Portals gibt, die man nutzen kann und mit denen man möglicherweise die Datensätze finden kann. Man sollte gucken, dass man diese Korrelationen. Ich denke, diese Projekte sind ein guter Ansatz dazu. Und ich denke, dass es weiterhin dieses Problem gibt, wie man an Zugang kommt. Und für mich ist es unklar, wie Menschen in einer bestimmten Gesellschaft, in einer bestimmten Gruppe an den Zugang kommen. Und andere, die in der Ich denke, es gibt eine spezielle Gruppe von Menschen, die sehr sich darum kümmern und die sehr daran interessiert sind. Sie gucken allerdings weniger in die rohen Daten, sie gucken mehr in die Reports. Und ich denke, Portale sind eine sehr große Hilfe. Und genauso auch die schon bestehenden Portale und Seiten und Bibliotheken. Und ich denke, dass etwas fehlt in Bezug auf die Nutzbarkeit und bin mir nicht sicher, wie man das genau angehen kann und wie man besser die Datensätze öffnen kann. Ja, vielen Dank für deine Arbeit. Wir haben noch 10 Minuten. Es gibt noch Fragen. Eine Frage aus dem Internet, bitte. Okay, also jemand im IRC hat gefragt, was ist die Schwelle, um Daten auf die Webseite zu tun, zu hoch aufgrund der Metadaten, weil es so viel Arbeit ist? Also, mein Verständnis ist, dass es gibt ein Opt-in vom Data Publisher und ausgehend von der Vermutung ist, dass die Barriere, die wir hatten, dass nicht jeder Opt-in ist, dass nicht jeder zugestimmt hat und dass du etwas festhängst, wenn der Veröffentlicher die Daten nicht eingebunden hat in seiner Bibliothek. Und ich denke, ein interessanter Ansatz könnte sein, Wege zu finden, wie man Leute dafür belohnt, die Daten zu veröffentlichen. Und das wäre auf jeden Fall großartig. Mikrofon 5, bitte. Hallo, ich habe eine Frage über die Erzeugung von neuen Daten. Das bedeutet, das eine ist natürlich, alte Daten zu schützen. Und was ist zum Beispiel, wenn es keine Finanzierung mehr gibt für die neuen Daten, für Klimaforschung, und wir das verlieren? Gibt es da Leute, die versuchen, ein größeres Publikum zu erreichen und dass wir Finanzierung brauchen, um neue Daten zu erzeugen und für neue Forschung fürs Klima? Ja, ich denke, ich stimme dazu. Das ist sehr wichtig. Und das ist etwas, was wir in den United States Leute für mobilisieren. Und ich denke darüber nach, wie man möglicherweise das Ganze fortschreiten lässt und was passiert, wenn die Budgets immer weiter zurückgefahren werden und das natürlich auch Auswirkungen auf andere Dinge hat. Und ich denke, es gibt definitiv Gruppen, die herausheben, die markieren, was der Ausgang ihrer Proposals sind und welches Budget sie bekommen. Und es gibt Gruppen, die dafür eintreten. Ich bin nicht unbedingt ein Expert in Bezug auf Regierungspolicies. Möglicherweise ist das schon eine Strategie.
um zu verhindern, dass das passiert. Okay, Mikrofon 1, bitte. Das heißt, sind die verteilten Daten digital signiert? Ich könnte mir vorstellen, dass es Gruppen gibt von Leuten, die daran interessiert sind, damit rumzufummeln. Ja, das gesamte Datenrettungsprojekt und Datenrefugee-Projekt ist eine große Bibliothek und es ist ein Problem und ein Thema, wie man die Zitierbarkeit der Daten beibehält. Und es erzeugt natürlich eine ganze Menge von Fragen. Wie könnte man sich vorstellen, dass man, wie man daran volontiert und wie man den Workflow managt und wie man möglicherweise dokumentieren kann, wer mit der Daten gearbeitet hat, wer sie manipuliert hat. Und wir benutzen bisher bestehende Bibliotheken und Bibliothektools, die dann wiederum auf Checksums arbeiten und die dann eben diese Änderungen dokumentieren. Wir versuchen das also parallel zu machen, einmal auf einer sozialen und einmal auf einer technologischen Ebene. Darüber hinaus haben wir eine Referenzimplementierung von, wie man Dokumente formatiert, wenn man sie, wie man etwas dokumentiert, wenn man etwas neu editiert hat. Und es gibt weitere Wege, wie man die, wie man verifizieren kann, dass das, was man bekommen hat, auch das ist, was es ursprünglich in dem Datensatz war. Ich denke, wir haben versucht, ich meine, ich bin kein Bibliothekar. Es gibt Trade-offs und ja, sie sind wichtig. Ja, das hört sich ganz vertrauenswürdig an. Vielen Dank. Und dann bitte nochmal eine große Runde Applaus für Donna Walker für diesen wunderbaren Vortrag über für diese öffentlichen Daten, die für uns alle sehr wichtig sind.